Willkommen zurück bei God of War! Oh Mann. Der Bifrost hängt immer noch an unserem Gürtel. Wir haben einen wunderschönen Stahlküras an. Auch wenn das, wenn, wie soll ich das sagen? Kratos Hüfte ist falsch gesagt. Sein Unterleib ist ein bisschen zu muskulös dafür, oder? Na gut, egal. Wir haben ganz knapp hier den Seelenfresser besiegt, den Seelenverschlinger besiegt. Und den Knochen gefunden der guten Dame, die ja hier, ich sag mal, auseinandergenommen wurde. Und wir müssen noch einen weiteren Knochen finden, dann haben wir die Nebenaufgabe auch abgeschlossen. Mal ganz kurz, wenn ich hier jetzt rangehe, regeneriert das die Lebensenergie? Weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Okay, das haben wir geschafft. So, ja. Das haben wir. Das Ding da vom Weltbaum haben wir auch mitgenommen, den Samen. Da vorne, den haben wir auch mitgenommen. Wo muss ich hin? Ja, mich verwirrt gerade die Kompassmarkierung ein bisschen. Ich kann da ja jetzt hochfahren, aber das ist doch sicherlich nicht die Lösung, oder? Wir können es ja gerne mal machen, aber... Es geht gar nicht mehr, okay. Ja, dann müssten wir noch einmal zurück in diesen Pfad da, zwischen den Bergen, hier rein. Keine Ahnung. Da muss es ja hier irgendwo sein, oder? Ich glaube, Mimi hat zu viele Geschichten erzählt, er hat irgendwie keine mehr. Wäre es noch weiter gewesen? Ich weiß es nicht. Nee, es ist unten. Es ist nicht oben. Okay. Es ist nicht hier in der Grotte. Hier irgendwo. Hör aber auf, lass mich erstmal den Knochen hier bitte finden, ja? Die nächste Nebenaufgabe. Okay, wir nehmen mal hier mit, was wir finden. Zack, danke schön. Und, ah, was ist das denn? Dann geht's jetzt wohl los. Okay. Kinderspiel. Sieh her. Noch eine Karte, super. Noch eine Schatzkarte. Mal hör aber auf. Finderlohn. Ich arbeite schon lange für Reza Faramor, nur die Bezahlung ist dürftig. Da das Lager zwischen Vandrit und seinem Vater gespalten ist, merkt niemand, wenn ich was vom Einkommen abzweige. Mein geheimer Aussichtspunkt ist das perfekte Versteck.
weiß, wo das ist. Ich weiß, wo das ist. Na, machen wir auch gerne alles, aber erst, wenn wir die Schnellreisepunkte freigeschaltet haben. Okay, ich glaube, wir sind hier richtig. Na, Gott sei Dank. Der letzte Knochen. Ja. Dann können wir sie auch dem Geist bringen. Vielleicht hält er sein Wort. Ich weiß, dass sie nicht wiederkommt, hörst du? Ich weiß das. Los. Vergiss es. Bringen wir die Knochen zurück. Die Schlange ist so groß. Die Schlange ist so groß. Da waren wir ja schon. Okay. Ja, ganz ehrlich, ich kann Atreus auch verstehen. In dem Alter vor allen Dingen, dass er jede Chance ergreifen möchte, um irgendwie seine Mutter wiederzusehen. Doch normal, oder? Und wer denkt, es sei nicht normal, der kann sich nur nicht gut in die Lage versetzen, behaupte ich mal so ganz trocken. Aber egal, wir haben es geschafft. Wir gehen mal runter. Unten war ja noch eine weitere Nebenaufgabe, die werden wir auch direkt annehmen. Aber vorher nochmal ganz kurz, was haben wir hier denn überhaupt noch? Hallöchen! Joa, alles in Ordnung? Nein, Kind. Meine Waren sind unter Wasser. Meine Männer ertrunken. Und doch streifen ihre Körper weiter über den Strand. Hehlläufer, sie suchen dieses Land heim. Ich war ihr Kapitän. Ihr Tod war meine Schuld. Aber diese Abscheulichkeiten besudeln ihr Andenken. Ich werde einen Weg finden, sie aus dieser Folter zu befreien. Ich bin fest entschlossen. Ein Sturm verstreute meine drei Schiffe über den ganzen See. Ich weiß nicht, wie ich Thor verärgert habe. Doch sein Urteil war schnell und grausam. Also Hehlläufer können wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht besiegen. Also Hehlläufer sind, glaube ich, nicht machbar für uns. Deshalb lassen wir die Aufgabe erstmal außen vor, das schaffen wir nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Tote Fracht, also der Hoffnung. Wir haben alle Knochen, jetzt müssen wir sie nur noch mit dem Skelett neben die Leiche des Geistes legen und abwarten. Ja, wie gesagt, Hehlläufer, nee. Bei aller Liebe kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass wir das hinbekommen. Okay. Oh, das war eine traurige Geschichte. Ja, wir sollten ihm helfen. Wirklich? Du bist überrascht. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du einem Geist helfen willst. Der Kampf gegen die Hehlläufer ist eine gute Erfahrung für dich. Ah. Ja, für die selbst Kratos selbst nicht gewachsen ist, muss man sagen. Na gut, ich würde ganz gerne noch einmal hochgehen zur Thor-Statue. Oder gab es da auch einen Schnellreisepunkt? Gab es tatsächlich. Ja, dann machen wir das, wenn wir den Schnellreisen, wenn wir da hinreisen können. Ich weigere mich so ein bisschen jetzt zu den ganzen Orten nochmal hinzulatschen, wenn wir dann eventuell nach der nächsten Hauptmission überall hinreisen können, wisst ihr? Dann spart uns das im Nachhinein eine Menge, Menge Lauferei und ich sag mal, Backtracking, wie auch immer. Ja. Gut, Nebenaufgabe. Zurück zum Thema. Wir haben die Skelette gefunden, die Knochen, die drei Knochenteile und werden diese dann jetzt mal überbringen. Und ich freue mich schon, wenn alle Valkyrentürme leuchten, die 8 Stück. Ich bin gespannt, was dann passiert. Okay. Kanal des Steinmetzes. Oh je, oh je.
Hoffentlich hat sich das gelohnt. Wir haben die letzten Überreste deiner Frau eingesammelt, Geist. Zeig uns diese versprochene Magie. Ah, meine süße Gulweg. Wieder ganz. Erhebe dich, teure Gulweg. Erwache, o mächtige Gulweg. Agni Bukar Bithyast. Gesagt, sie wird unsere Bitte erhören. Eldi Fagna. Und uns wieder vereinen. In Gaude! Also gut. Nein! Ach, oh, Mann! Jetzt aber auch alles aus der Kontrolle geraten, so ungefähr in der Mitte, glaube ich. Ärgerlich. Und relativ unnötig diesmal. Meine Güte. Sag schon. Hab's dir gesagt? Ich hab's dir gesagt. Du bist ein naiver, dummer Junge. Gulweg, der Geist hat mich überzeugt, dass Gulweg, eine mächtige Hexe, die vor langer Zeit getötet wurde, uns und Mutter wieder vereinen könnte. Vater glaubt ihm nicht. Das hätte ich besser auch nicht getan, aber es bestand die Chance, Mutter wiederzusehen, also schien es mir den Versuch wert. Sobald wir all ihre Knochen eingesammelt hatten, ist Gulweg wieder auferstanden und sagte, sie würde uns vereinen, im Tod. Dann hat sie uns angegriffen. Natürlich haben wir sie getötet. Ich habe mich wirklich über mich selbst geärgert. Wie konnte ich auf eine so offensichtliche Lüge reinfallen? Aber Vater meinte, zieh deine Lehre daraus, also werde ich das tun. Geistern wird nicht mehr vertraut. Aber lass deine Enttäuschung nicht an mir aus, Junge. Zieh deine Lehre daraus. Ja, Vater. Na gut. Hätte man, glaube ich, eleganter lösen können, oder? Aber gut, wir haben es geschafft. Darauf kommt es ja im Nachhinein an. Dieser Meißel, den wir suchen. Was ist das? Ich bin froh, dass du danach fragst. Da habe ich die passende Geschichte dazu. Einst lebte ein Riese namens Talon.
Ein sehr riesiger Riese, der trotz seiner berghohen Gestalt ohne Frage der beste Stadtmensch war, den diese Welt je gesehen hat. Der stolze Tamur hoffte, eines Tages sein ganzes Wissen an seinen Sohn weitergeben zu können. Doch der junge Rimthur hatte das Herz eines Kriegers. Vielleicht trug der Vater zu große Furcht vor sich oder der Sohn zu wenig. Wie dem auch sei, ein Streit von ihnen geriet außer Kontrolle und der überarbeitete Steinmetz, bong, schlug seinen Sohn. Rimthur floh in die Nacht hinaus. Vor Schande und Bedauern lief Tamur seinem Sohn nach. Doch aufgewühlt, wie er war, hatte er sich schon bald in Midgard verlaufen und war allein. Leider fiel er der einen Person ins Auge, der er des Nachts so fern von zu Hause nicht begegnen wollte. Thor. Und? Was geschah dann? Wirst du schon sehen. Thor tötete ihn. Oh nein! Er fiel auf ein Dorf? Ja, Tamur zerschmetterte bei seinem Fall einen netten Ort, dessen Bewohner den wahren Gott Njörd verehrten. Thor behauptete immer, das alles geplant zu haben. Aber die Wahrheit ist, dass der Sack einfach Glück hatte. Was? Ist das hier seine Hand? Ist der so groß? Ach, hör auf. Örtliches Dock. Ich würde übrigens ganz kurz gerne die Ausrüstung von die Waffe hier, hier. Jetzt würde ich gerne wieder auf den Hirsch switchen. Feinde davon! Greifen wir an? Alter, das sind seine Finger. Okay, der ist gestorben, weil er aufs Eis gefallen ist. Okay. Wir suchen einen Meißel. Die Spitze, ja. Einen sehr, sehr großen. Mist, das hat gar nichts gebracht. Das sind seine Finger. Der Kristall ist wieder aufgeladen. Wisst ihr? Das sind die Finger vom Riesen. Alles klar. Gut, dass er so große Finger hatte, hä? Und so einen schönen Edelstein. Eieiei. Das ist sein Finger, verdammt nochmal. Wie riesig der war. So groß sind die Riesen? Ich dachte, Riesen sind normal groß. Und die Überlebenden? Oh. Tamur war ein Frostriese. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug alles gefrieren. Toll. Bin ich froh, dass ich kein Frostriese bin. Ih, das ist seine Hand. Wir sind in seiner Hand, oder? Wie übel ist das denn? Wie geil. Oder was ist das hier? Ein Arm von dem?
Ja, ja. Oh. Würmrunen-Schulterschutz. Bessere Version davon. Nö, nö. Danke. Ist das geil. Ich liebe es in Spielen, wenn es riesige Gegner gibt. Das war in Shadow of the Colossus geil. Das ist einfach immer. Das ist sein Kopf. Da ist der. Finde die Spitze des Meißels. Das ist die Magie, die wir brauchen. Feinde! Greifen wir sie an? Das ist sein Hammer und der Meißel steckt da im Kopf, oder was? Sind die flink? Wenn du willst, dann helfe ich mir. Sag es mir einfach. Ja, ja. Boah, ist das krass, wie riesig der ist. Er ist ein richtiger Riese. Wer hätte das gedacht? Das ist echt seine Hand. Wir waren unter seiner Hand, ey. Wozu der gut ist? Für die Runen. Lies vor. Wir bringen Njörd die Beute des Meeres. Na ja. Man glaubt, Njörd beschwichtige den Wind und die See für die Fischer. Dafür liebten und verehrten sie ihn hier. Okay, ich verstehe schon. Erstmal hier. Ja, die sind schon echt nicht schlecht, ne? Ah, aber wir bleiben mal bei unseren, weil ich so hartnäckig bin. Und denn nur ein Ding, das ist ja äußerst unpraktisch, ne? So, dann ist eine weg, Dreieck zur Seite. Nee. Und damit fehlt nur noch ein letztes Symbol. Ein Adler-Symbol. Oder ein Falke. Wo denn? Hey, er startet das Weltenbaumharz. Praktisch. Oh. Roma! Das ist natürlich mehr als praktisch. Ist der groß? Ist der groß? Und der sieht so gut aus. Also liegt der quasi mit ausgestrecktem Arm so. Wisst ihr, was ich meine? Den Arm quasi nach oben ausgestreckt. Na, so lustig, Kleiner. Weltenstaub. Yay.
Ah, da ist es ja. Ist das gruselig? Ist das gruselig? Wir genau auf dem Dorf gefallen, das ist natürlich fabelhaft. Yay! Und was bekommen wir Schönes? Ich habe hohe Erwartungen, ganz hohe Erwartungen. Zeichen des Hüters. Erhöht Schaden aller Axtwürfe um 6%. Gucken wir mal kurz. Rüstung. Vitalität 4. Gold. Stärke 4. Wir könnten es hier versuchen. Okay. Also das ist mal wieder richtig geil. Die Idee, die die hier hatten, da einfach mal so einen Riesen hinzulegen, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ein Hoch auf den Designer, muss ich sagen. Auf die Grafiker, Artwork, Designer, wie auch immer. Bereich entdeckt, Kopf des Hamur. Wie kommen wir runter? Ich habe einen Plan. Wirklich? Tu nicht so überrascht. Nichts für ungut, Bruder, aber ich glaube, dass nicht einmal Thor mit Mjölnir durch so viel Eis käme. Dann ist Thor ein Narr. Dürfte unterhaltsam werden. Junge. Bereit.
Sindri? Warum bist du denn nicht müde? Wisst ihr was? Das war verdammt geil. Mal wieder. Neuer Tipp hinzugefügt. Ich brauche keine Tipps. Das bekommen wir auch so hin. Also für den hohen Schwierigkeitsgrad, auf dem wir spielen, läuft das wirklich ausgezeichnet. Ich bin richtig zufrieden. Es klappt gut. Mit Sindri sprechen. Das war ja klar, dass du wieder hier bist. Okay, haben wir hier irgendwas zum Zerstören? Also da unten ist übrigens der Meißel, ne? Da unten müssen wir hin. Da unten. Und ich denke mal, dass, ne? Der Hammer, Tor, ach Quatsch, Tor sag ich schon. Unser guter Kratos will wahrscheinlich mit dem Hammer hier mal eben das Eis zerbarsten, zerbrechen, wie auch immer. Wow, das war ein Wahnsinn, der Kampf. Hier, fang! Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel verschenkt. Warum sah man dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Oh, das. Das ist ein kleiner Trick meines Volkes. Eine Art, unentdeckt zu bleiben. Du kannst unsichtbar sein? Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten. Und euer Hirn versteht nicht, was es sieht. Und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Bei Drachen funktioniert es wohl nicht. Dein Bruder hat gefragt, ob du genug isst. Sieht ganz danach aus. Brock hat nach mir gefragt. Brauch sein Atem nach Met. Er hat sich schon wieder angefasst. Na dann kommt. Deshalb war Brock im Tempel, nachdem das Wasser sank. Die Zwischenwelt. Kein Wort. Still. Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Bitte schön. Die Zwerge sind komisch. Ah, was führt euch zu mir, Freunde? Die Zwerge sind komisch. Tyrs verlorener Gürtel der Eintracht. Gürtel geschmiedet aus einer Opfergabe an Tyr. Gesegnet mit Tyrs Glück. Sieht total schick aus. Wir haben auch Tyrs Armschienen, sehe ich gerade. Das ist ja lustig. Ja, ich würde die schon gern behalten. Ich finde die echt cool, ne? Frage ist, wie der Brustpanzer aussieht. Wir haben schon Drachentränen. Eieiei. Herstellen, Brustrüstung. Hüftrüstung. Wobei, so cool sind die gar nicht, ne? Weiß ja nicht. Wir machen mal hier dieses Tierszeug auf jeden Fall. Prächtiges Stück, wenn ich das so sagen darf. Klasse aus. Ich hoffe, ich bereue das nicht.
Klauenbogen, nö. Klauenköcher könnten wir machen. Machen wir auch einfach. Einfach, weil wir was können. Für den kleinen Atreus. So. Okay. Okay. Verkaufen. Zauber. Wahrscheinlich Schwachsinn, aber ich wahrscheinlich herstellen? Nö, okay. Verbessern, kaufen. Wäre Zauber. Auferstehungssteine. 5000. Kaufen wir mal. Der kann uns schön das Leben retten, wortwörtlich. Ressourcen, weicher Stahl, nö. Verkaufen, verbessern, nee. Okay. Wollte ich noch irgendwas sagen? Glaube nicht. Rüstung. Seht mal hier, jetzt können wir hier ordentlich was reinpacken. 3 Stück. Gabe der Abwehr. Das ist nicht schlecht. Mehr Frostschaden. Rage Schub. So. Okay. Sieht doch gut aus, oder? Ja, und der Hüftschutz gefällt mir auch. Okay, schön. Und? Wie sieht dein Plan aus? Überleg mal. Wie ich dich kenne, hat er nichts mit Herumstehen zu tun. Richtig. Aber wie kommen wir weiter? Auf Juwelen, was? Sogar sein Bart war damit geschmückt. Ich finde, er sieht irgendwie attraktiv aus. Naja, ja, schneebedeckten Toten. Attraktiv mit seinen kristallweißen Augen. Oh ja, oh ja. Ja, ja. Wir passen schon auf. Das Bonus oder Hauptweg? Sieht wie Hauptweg aus. Dann gehen wir erstmal runter. Nee, gar nicht. Ach, wir können ja gar nicht runter. Okay. Der Arme. Wie sieht Thor denn aus, Mensch? Also. Ja, wie sieht Thor aus? Wir haben Thor noch nicht gesehen, oder? Wir haben nur hier die beiden blöden Mugni und was weiß ich denn. Ist da drin etwas, mit dem du durchs Eis an die Meißelspitze gelangt? Nein. Ich überlege weiter. Wir wollen den Hammer 100% aufs Eis fallen lassen, oder? Wäre es denn nicht schlau, als Odin hier auch überall Raben zu platzieren? Es recht hier? Oh nein. Sei bereit! Wechsle den Pfeil!
Ich hab's gleich! Deine Rüstung ist zäh! Weiß ich die eleganteste Art und Weise, aber hey, wir haben es geschafft. Ich muss mal kurz gucken. Ist es wirklich Interesse, Alba? Okay. Alles gut. Ich dachte vielleicht, ne? Fehler oder so, aber alles gut. Nee, möchte ich nicht. Da oben ist aber eine Kiste. Wie kommen wir dann dran? Da ist auch eine Kiste. Denk gerade, was vielleicht runterfällt. Sieht aber nicht so aus. Mimir, du kanntest diesen Ort schon vorher? Ja, war hier mal auf diplomatischer Mission, um Frieden zwischen Asgard und Vanaheim auszuhandeln. Dieser Krieg. Ich wusste jedoch nicht, dass Thor bereits im Blutrausch mit den Riesen wütete. Was hatten die Riesen mit dem Götterkrieg zu tun? Überhaupt nichts, Junge. Das ist ja das Tragische. Sie ergriffen keine Partei in diesem Irrsinn. Aber Odins Verfolgungswahn wird nur von Thors Blutdurst übertroffen. Glaube ich. Verstehe nicht so ganz, wo uns das hier jetzt hinführen soll. Das ist relativ logisch. Jetzt kommen wir da oben dran, glaube ich. Genau. Keiner von Odins Raben, was ist denn los hier? Aber den Sinn dahinter, den verstehe ich noch nicht so richtig. Moment, wir müssen nochmal gucken. Nochmal zurück und nochmal gucken. Richtig überlegen, dann wird das schon. So. Nein, nein, falsch. Zurück, Abbruch, Abbruch. Zurück bitte. Perfekt.
kann da nur dran springen, wenn das so ist. プレイステーション。